Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Flife. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo dieser Altar auf Violet ist. Nämlich in der Ebene von Bubble, wo wir jetzt sowieso hingehen müssen. Es war jetzt entweder purer Zufall oder auch eine Fügung des Schicksals. Jedenfalls habe ich es gegoogelt. Und da war der Altar des Violet hier gekennzeichnet. Nämlich das Ding da. Und jetzt muss ich mal schauen. Was müssen wir hier machen? Halt, Moment mal, falsch. Hier. H.D. Seor, Free Book of... Also, gut. Okay. Und jetzt? Aha, es ist nicht... blöd gelaufen, es ist nicht hier. Verdammt, aber warum war das... Verdammtes Google hat mich reingelegt. Blöd gelaufen. Oh, keine Überprüfung möglich. HD Seer. Ah, okay, gut. Dann machen wir die Quest jetzt erstmal. Danach mache ich nochmal eine kurze Pause und schau, was das verdammt nochmal ist. Also, Gangard, müssen wir den auch töten? Nö. Nur HD Seor. So. HD Seor. Gangard. Wobei, die Zombies könnten wir eigentlich auch gleich töten. Ich meine, das ist immerhin unsere... auch eine unserer primären Quests. Von daher... Ja, Zombie? Zombie, sammel die toten Zombies ein. Nee, aber das ist jetzt wirklich... Oh. Da vorne wäre es gewesen. Also Google hat mir jetzt echt... Ich habe meine Hoffnung in Google gesetzt. Sorry. Man kann Google nicht mehr vertrauen. Was ist das noch für eine Welt? Naja, gut. HD Seor müsste dieser fette Typ da mit der Axt sein. Genau. Was? Level 45? Wow. Okay, gut. Kein Problem. Kein Problem. So. Map of Boogie. Eine Gruppe von HD Seor wartet in der Nähe. Bitte geh nun und jage... Okay, Phil, geh, jage HD Seor. Map of Boogie. Dann bekommst du Rebirth. Ah, das da? Ah, hier ist es echt. Ach, Mann, nicht gut. Zack. Map of Boogie. So. Joa, das war's, wie es aussieht. Jetzt will ich aber trotzdem noch die Zombies fertig jagen. Ja, aber das mit dem Altar auf Violet, das ist echt ziemlich blöd gelaufen. Also, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Keine Ahnung. Das Blöde ist, er ist auf der Karte nicht gekennzeichnet und hier genauso nicht. Das ist das Problem. Naja, gut. Gehen wir trotzdem zurück. Wir zu viel Zeit verschwenden. Ja, es ist echt blöd, also... Vor allem, weil Google mich reingelegt hat. Erinnerungsbruchstück. Memory Shard. Da war nur diese Red Pearl und dieses komische Kleidungsstück. Oh, du bist echt gut. Hier bitte, dies ist das Herz von Mut, wie abscheulich es doch ist. Aber du brauchst es, um Greedpad zu treffen, also verliere es nicht, ja? Einmal verloren, wirst du es nie zurückbekommen, verstanden? Nun gehe bitte und treffe den Greedpad-Verwalter im östlichen Teil vom Fluss der Tränen. Er wird dir den Weg zeigen. Oh, und du musst einer Party beitreten, bevor du gehst. Es ist alleine sehr schwer. Okay! So, das Buch ist für die Öffentlichkeit. Gut, was muss ich jetzt machen? Ach, nee, falsch. Event... Wes? Dion? Ares? Ah. Na gut, das war der Typ, den wir, da sehe ich doch was Schönes. Sphinx Lady. Dann fragen wir die mal, ob ich da in die Party darf, weil dann kann ich in den Greedpad gehen
Dann können wir das heute mal machen. Dann warten die wir mit der... Verdammt nochmal. Dann warten wir mit der Quest noch ein bisschen. Falls sie jetzt nicht reagiert, dann werde ich einfach nochmal kurz Pause machen und nochmal googeln. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Google-Ergebnis, aber ich bin schon schwer enttäuscht von Google. Also, das kann es einfach nicht sein. Gut, ist anscheinend schon voll, deswegen, ja. Würde ich mal sagen, machen wir kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, meine eigene Blödheit hat mich mal wieder dazu hier leicht in die Irre geführt. Angeblich ist der hier, aber ich sehe hier immer noch nichts. Also, ich habe jetzt nochmal geschaut auf mehreren Seiten und die schreiben alle, dass der hier ist. Aber ich kapiere nicht ganz, wo das sein soll. Wir brauchen hier dieses Memory Shard Anzahl. Und ich sehe hier, wenn ich ehrlich bin, nichts. Was ist das hier? Memory, a piece of strange glow. Mysterious Gem. Ja, und das war's. Ich verstehe das nicht. Vielleicht klopfen wir mal den hier. Vielleicht guckt der was. Nee. Ist das frustrierend. Jetzt ist der... Jetzt ist eine Teil weg. Okay. Na gut, ich heb jetzt einfach mal das andere hier auf. Vielleicht ist es ja was. Nö. Komisch. Ah, wobei. Map of Temple. Nein. Hä? Okay, das rutschen mal auf. Vielleicht kann es ja später noch gebrauchen. Das ist jetzt echt, also... Die sagen im Internet, der ist hier, aber warum ist der hier nicht? Beziehungsweise, warum ist er hier, aber warum gibt es da die Sachen, die ich brauche nicht? Vielleicht hier? Nein. Wirklich komisch. Oh, töten wir mal einen Giant. Was? Der ist Level 12 und ich mache so wenig Schaden. Das ist schon fast erbärmlich. Na gut. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist sogar bei einem Level 12er entscheidend. So. Oh ja, jetzt sieht das Ganze doch schon ein klein wenig weniger erbärmlich aus. Aber das ist jetzt wirklich... Also ich verstehe es nicht. Der ist hier und... es ist wirklich ärgerlich. Ich verstehe einfach nicht, warum der hier nicht ist. Fragen nach dem verlorenen Memory Shard. Also, das habe ich meinen Lebtag noch nicht erlebt. Dass ich hier irgendwo hingegangen bin, hier richtig bin und dass es dann dieses Quest-Item nicht gibt. Da steht nichts, dass man irgendwie ein Monster töten muss, um das zu bekommen. Ah, vielleicht jetzt. Memory Shard, ne, immer noch nur die beiden. Kannst du mal aufheben? Na. Das ist schon ziemlich kacke. Vor allem, ich verschwende hier irgendwie total meine... Das gibt's doch nicht. Hier liegen zwischen irgendwelchen Felsen irgendwelche Bücher, aber meine Memory Shard gibt's hier nicht. Das ist doch unglaublich. Und was zum Teufel ist überhaupt das hier? Okay. Gut, lassen wir das. Würde ich mal sagen, probieren wir mal, ob das mit dem Hide Warped da beim Fluss der Tränen, das können wir übrigens schließen, die ist schon voll, die Party, ob wir da auch ohne Party reinkommen. Wenn nicht, dann habe ich jetzt wirklich ein Problem, weil dann können wir nichts mehr machen. Die Sache ist die, also ich muss mir da irgendwie mal einen Guide anschauen, vielleicht hat das schon mal jemand gezeigt, ein Video, oder einfach jemanden, der dazu auch ein paar Sätze schreibt. Ich habe bisher immer nur Bilder gesehen, aber das ist wirklich, da ist ein riesiger gelber Pfeil und der zeigt mitten auf diesen hellblauen Dingenskirchen und da waren wir ja gerade, das ist dieses riesige hellblaue Dingenskirchen und ich meine, ja, da war halt nichts, ne? Das ist schon irgendwie ärgerlich. Also, finde ich jetzt schon irgendwie blöd. Also,
Also ich find's komisch, warum ist es dann nicht? Das ist Memory Shard. Vor allem Fragen nach den verlorenen Erinnerungen. Ja, wen soll ich denn da fragen? Da war doch gar niemand. Das ist mehr als merkwürdig. Das ist wirklich mehr als merkwürdig. So, ups. Wie gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Und warum zum Teufel fliegt der Typ nicht? So. Jetzt, wie gesagt, aber... Naja, es könnte sein, dass es in dem Fall sogar wirklich so ist, dass man eine Party braucht und eventuell sogar Party-Leader ist und eventuell sogar nicht allein reingehen sollte. Aber da die Quest von Level 45 ist und ich trotzdem schon ein bisschen höher bin, riskieren wir es einfach mal. Wir haben das Scroll of Blessing, das, da verlieren wir keine XP, wenn wir sterben. Das ist das Einzige, was ich benutze, was nicht vom... Na gut, und das CS ein bisschen... Aber das ist ja nicht jetzt so ein Vorteil. Ich meine, bringt nichts, bringt nichts. 5% Verteidigung auf fast gar nichts, 100 HP und ein SD1-Dex. Also es ist wirklich, ich sag mal, minimal verbessert. So, jetzt töten wir hier noch die Mrs. Zombie. Angriffstempo under 9000. Und, ja, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, den zu töten. Erstmal fett hier festhängen. So. Was zum? Sowas dachte ich mir schon. Also braucht man eine Party. Und es könnte tatsächlich sein, dass man einfach schlicht und einfach Party-Leader sein muss. Und eventuell... Können wir es nochmal probieren? Was zum Teufel? Say zu Tayen mich bitte. So, einfach nochmal ausprobieren, weil wenn wir nicht Partyleader sein, müssen wir schon ziemlich nice, weil sonst müsste ich mir jetzt echt Leute suchen, die die Quest auch machen und es gibt ziemlich wenige Beginner. Deswegen, oh, sucht Filler-Paare. Oh, Jobfiller. Schade. Naja, gut, dann hat sich das... Oh, doch nicht. Cool. Wenn ein Mitglied der Party über Level 50 ist, dann kann er nicht beitreten. Ja, und? Dann tritt er halt nicht mit bei... Oh Gott! Das ist doch ein... So, dann tut's mir jetzt echt leid für dich. Aber du findest schon einen neuen Bleacher. Mitglied. So, dann lade ich jetzt mal die Hello Kitty ein. Nice. Ich wusste es. Was? Oh. Mein. Oh. Oh. Oh, Entschuldigung. Oh. Oh mein Gott. Ja, der schreibt schon sehr guter Filler. Ja, ich wollte es halt jetzt einfach nur ausprobieren. Ich meine, ich wäre jetzt in 20 Minuten dann eh weg. Macht ja keinen Unterschied. Das ist jetzt blöd. Ja. Gut, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie man hier rauskommt. Giantly. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Das war nicht beabsichtigt. Das war hier echt nicht geplant. Also ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Also Giantly, ich dachte, man muss hier irgendwas töten. Aber... Oh. Okay, sie ist schon tot. Ich auch gleich. Das hat keinen Sinn. Also... dieses neue Fly verwirrt mich. Ne? Lol.
Das peinlich. Ja, gut, dann würde ich jetzt So, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ja gut, ich werde mal schauen, ob ich da irgendjemanden finde, der da mit reingehen will. Aber er muss ja unter Level 50 sein. Und bestenfalls die Quest auch machen. Und dann werden wir halt schauen, ob das besser geht. Also auf jeden Fall bräuchten wir einen Assist, jemanden, der heilen kann. Und ja, also ja, gut. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part und hoffentlich wird das dann nicht ganz so peinlich. Na gut, macht's gut, haut's rein. Und ciao, ciao.